Hey, yo! Willkommen zur Plattform Gerusoa, wo ich immer sage: Welcome to my world, where it's actually my world, my world of all the treasures, the colognes, the perfumes, the extrait. New releases, brands and scents and fragrances. Düfte bis zum geht nicht mehr. Aber es geht immer noch weiter. Ja. Volle Kanne Hiroshi. Das erste, was ich euch präsentiere, ist Tobacco Collection Rich Warmer Addictive Zara. Und kommt in dem Paket und hat die Hauptduftakkorde süß, Honig, Kokosnuss, Tabak, holzig, blumig, milchig, pudrig, tropisch, Vanille. Es ist ein Parfum für Männer geschaffen und ist seit 2016 erhältlich. Die Komposition besteht aus Honig, Kokosnuss, Tabak, Sandelholz und Zedernholz. Das nächste, was wir haben, ist Chunun Poletta Home. Ich weiß mit dem Parfum nie, was ich zuerst sagen soll. Aber das ist mir egal. Chunun Leather Pour Homme. Von Rasasi. Dieses hier. Die Hauptduftakkorde sind warm würzig, ambriert, moschusartig, pudrig, aromatisch, oud, animalisch. Chunun Leather Pour Homme von Rasasi ist ein Parfum der Duftfamilie Anderes, würde ich jetzt sagen, und ist für Männer geschaffen. Die Kopfnoten sind Kardamom, Agarholz und blumige Noten. Die Herznoten sind Ambra, Gewürze und Pfeffer. Die Basisnoten sind Ambra, Moschus und Agarholz. Das ist also Chunun Leather Pour Homme. Dieses hier. Dann haben wir Hugo Boss Bottled Night. Das sind die Hauptduftakkorde holzig, Veilchen, pudrig, Lavendel, Leder, rauchig, moschusartig, blumig, aromatisch, frisch, würzig. Es ist ein Parfum der Duftfamilie holzig, aromatisch und ist für Männer geschaffen. Boss Bottled Night ist seit 2010 erhältlich. Die Kopfnoten sind Lavendel und Birke, die Herznoten sind Veilchen, Basisnoten sind holzige Noten und Moschus. Es ist ein sehr, sehr interessantes Parfum. Besser gesagt, oder zuletzt Concentration, aber ein interessanter Duft. Das nächste ist ein Parfum, das dem Luxusparfum Parfums de Mali Leighton Royal Essence ähnlich riecht und heißt Rochas Moustache von Rochas Paris Moustache Moustache geschrieben, Moustache. Rochas, Rochas, Rochas Paris. Hat die Hauptduftakkorde Vanille, ambriert, holzig, warmwürzig, soft spicy, rose, zitrisch, balsamisch, patchouli, süß. Es ist ein
Parfum der Duftfamilie, man kann Parfum oder Parfum sagen, der Duftfamilie Ambra Holzig und ist für Männer geschaffen. Moustache Eau de Parfum ist seit 2018 erhältlich. Die Nase hinter diesem Parfum, also der Parfümeur, war, und die Parfümeurin war Nathalie Graziacetto. Die Kopfnoten sind rosa Pfeffer und Mandarinenorange, die Herznoten sind Atlaszeder und bulgarische Rose, die Basisnoten sind Benzoinharz und sind Vanille und Patchouli. Synthetische Stoffe, hat mir Gott, der himmlische Vater und der Heilige Geist gesagt, sind alle weggefallen. Es gibt keine synthetischen Stoffe, die der Satan erschaffen hat. Auch im Verfall sind sie weggefallen. Dann der Dreamer von der Sace, hat die Hauptduftkeule weiße Blüten, aromatisch, Iris, die Blume Iris, pudrig, frischwürzig, pflanzlich, ambriert, holzig, veilchen, soft spicy, also leicht würzig. Der Dreamer von der Sace ist aber von der Duftfamilie anderes und ist für Männer geschaffen. Der Dreamer ist seit 2010 erhältlich. Die Kopfnoten sind Wacholder, Estragon und Beifuß. Die Herznoten sind Iris, Lilie und Flachs. Und die Basisnoten sind Tabakblüte und Ambra. Versace ist überhaupt der Knaller. Das ist so ein tolles Eau de Toilette. Genauso wie Roches Moustache. Das ist wirklich ein sehr gut riechendes Parfum, was einem Luxus-Parfum gleichkommt. Ähnlich riecht, meine ich. Nicht gleichkommt. Ähnlich riecht. La Chukavam von Rasasi. Hat die Hauptduftkeule synthetisches Leder, fruchtig, süß, animalisch, ambriert, holzig, moschusartig, rauchig, warmwürzig. Ist ein Parfum der Duftfamilie Ambra und ist für Männer geschaffen. La Chukavam Home ist seit 2012 erhältlich. Die Kopfnoten sind Himbeere, Safran und Thymian. Die Herznoten sind Weihrauch, Olibanum, auch genannt, dann Jasmin und Beifuß. Die Basisnoten sind Leder, Wildleder, holzige Noten und Ambra. Das nächste ist auf Fragrantica nicht gelistet, das heißt Pierre Saint und der Flakon schaut so, zeige ich dafür den Flakon, schaut so aus, wie die Santini Flakons ausschauen alle, fast alle, und riecht aquatisch, aromatisch, herb, süß, moschusartig, Lavendel, also es ist ein Fouché-Duft. Es riecht sehr gut. Ich sprühe mich jetzt mit dem ein. Das nächste ist Montblanc Explorer. Ihr könnt es übrigens auch machen, auf Fragrantica hingehen und nachlesen alle also wenn ihr es nicht von dem Video genießen wollt, einfach es zu hören von mir, dann gebt selber ein fragrantica.de oder com und schaut selber nach, was für Inhaltsstoffe, was für Hauptduftakkorde, welche Parfümeur, zu welchem Wetter es getragen wird und etc.
Die Hauptduftakkorde sind holzig, zitrisch, ambriert, aromatisch, moschusartig, frisch würzig, oud, soft spicy, also leicht würzig, dann warmwürzig und erdig. Es gilt für Mont Blanc Explorer. Ist ein Parfüm der Duftfamilie holzig, aromatisch und ist für Männer geschaffen. Explorer ist seit 2019 erhältlich. Wurde kreiert von Jordi Fernandez, Antoine Maisondieu, Antoine Maisondieu und Oliver Peschoix. Mann, sind das schwere Namen zum Aussprechen. Die Kopfnoten sind Bergamotte, rosa Pfeffer und Muskatsalbei. Die Herznoten sind haitanische Vetiver und Leder. Die Basisnoten sind Ambroxan, ist Akigala-Wut, indonesisches Basuliblatt und Kakaofrucht. Ich habe gesagt, war Ambroxan, weil ich ja schon vorher erwähnte, dass ich von Gott, dem himmlischen Vater und vom Heiligen Geist bestätigt bekommen habe, dass die synthetischen Stoffe, die der Lucio erschaffen hat, weggefallen sind. Ambroxan gibt es nicht mehr. Ist weggefallen. Ein wunderbares Eau de Parfum. So um 120, 140 Euro könnt ihr das bekommen. Es heißt Honey Wood von Montal Paris. Honey Wood von Montal Paris hat folgendes. Die Hauptduftakkorde sind Honig, Oud, warmwürzig, Zimt, süß, ambriert, blumig, Vanille, animalisch, Leder. Gehört zur Duftfamilie Amora Vanille und ist für Frauen und Männer geschaffen. Honey Oud ist seit 2015 erhältlich. Die Nase hinter diesem Parfum ist Pierre Montal selbst. So wie der Hausname ist Montal, heißt der Parfümeur Pierre Montal, der auch das Haus Mancera Paris gegründet hat. Das nächste ist Artisan Pure von John Varvatos. John Varvatos habe ich auch GVXN Nick Jonas. Das ist ein anderes, das ist Artisan Pure. Und der Hauptduftakkorde sind zitrisch, aromatisch, frisch, würzig, pflanzlich. Artisan Pure wurde von John Varvatos. Von John Varvatos ist ein Parfum der Duftfamilie zitrisch. Citrus und ist für Männer geschaffen. Artisan Pure ist 2017 erhältlich. Die Nase hinter diesem Parfum, der Parfümeur ist Rodrigo Flores Rux. Die Kopfnoten sind Clementine, Mandarinenorange, Zitrone, Bergamotte, Thymian und Majoran. Die Herznoten sind Pomeranze und Ingwer. Die Basisnoten sind Holznoten, Moschus, Iriswurzeln und Ambra. Wer sich für das interessiert, der hat eine richtige Nase. Das ist meine Meinung, denn dieses Parfum kann es, das hat es in sich. Es ist pure Frische, es ist pure zitrische Frische und erfrischend einfach. Einfach erfrischend und der Flakon schaut auch sehr schön aus, den zeige ich euch. Mit dem Holzgeflecht rundum und um. Ja, da haben wir dann das letzte. Oud Maisin, habe ich schon oft präsentiert, von Montal Paris. Da sind Feigen drin, da sind Trauben drin, aber es ist eigentlich Feige Traube. Da sind Birnen drin, da sind Mandarinen drin, da sind Datteln drin, da ist Moschus drin, da ist Sandelholz drin, da ist Thymian und Nelke drin.
da geht einiges ab. Und es ist ein exzellenter Duft von Pierre Montal, dem Parfümeur. Ja, ich habe zwar gesagt, das war das letzte, aber ich habe da noch welche zum zeigen. Das war das erste Parfum, das Zara rausgebracht hat. Also die Zara verkauft hat, meine ich. Und zwar einfach Mann, Uomo. Die Hauptduftakkorde sind frisch, würzig, ambriert, zitrisch. Ist gehört zur Duftfamilie orientalisch, würzig und ist für Männer geschaffen. Die Duftkomposition ist Mandarinen, Orange, Ambra, Muskat und Pfeffer. Dann gibt es von Zara auch noch 800 Black. Was ich jetzt gerade nicht finde. Das ist dieses hier, auch ein tolles Parfum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Plattform Gerusoi, wo ich immer sage, welcome to my world, but it's not sharing my world, but rather for the students, or you can also not find out X3. Das war der Sandman. Und mein Name ist Manuel Chelos City. Ich habe den kompletten Erdkreis 46 Mal gerettet. Wer das nicht glaubt, fragt den Heiligen Geist. Ihr könnt den Heiligen Geist fragen. Und ich wünsche euch, dass ihr eine Party macht, soweit es geht, und dass ihr freundlich zu jedem seid gegenüber, was Standard ist, sein sollte. Also danke fürs Zuschauen, das war's mit der Plattform Geruchsfeuer heute, und ja, abonniert den Kanal bitte und teilt es mit euren Freunden und Familie und Bekannten. Und wer meinen Kanal schon abonniert hat, dem danke ich für die Treue. Also dann, tschüss.